Herzlich willkommen bei der dritten Folge von Hard News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH Joanneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Auch der Studiengang Fahrzeugtechnik engagiert sich mit einem spannenden Projekt bei den Winterspielen. Was genau dahinter steckt, erfahren wir jetzt von unserer Außenreporterin Laura Reibenschuh. Liebe Laura, wer sind heute deine Interviewpartner? Heute bei mir sind Herr Senfter und Herr Martin. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie ist überhaupt die Idee entstanden, für die Special Olympics einen Rollstuhl herzustellen? Ein Lehrender hatte die Idee für einen, also zum Thema Leichtbau, und da ist eben das Thema mit dem Rollstuhl entstanden. Ja. Und was sind jetzt die Besonderheiten dieses Rollstuhls? Das Allerbesonderste ist natürlich das Gewicht von dem Rollstuhl. Und eben das Ziel ist, dass der leichteste der Welt ist. Das haben wir bei der Version noch nicht geschafft. Da sind wir nur 500 Gramm drüber. Mhm. Und zurzeit bauen wir gerade einen zweiten Rollstuhl. Und das ist die Version 2. Und die soll dann planmäßig natürlich die leichteste der Welt sein. Wenn da Folie trennt. Und im Endeffekt, das ist jetzt ein Pre-Preg, nennen sie sowas. Das ist Kohlefaser getränkt mit Harz. Und das legt man dann in die Form ein. Und das macht man dann Schicht für Schicht. Und am Schluss hat man auf beiden Seiten, also das ist die eine Formhälfte und das ist die andere Formhälfte. Und am Schluss hat man auf beiden Seiten Kohlefaser und dann schließt man die Form und gibt es in den Ofen und lässt es ungefähr 3 Stunden bei 120 Grad aushärten. Und danach bekommt man dann eben ein fertiges Teil hinaus. Und wird dieser Rollstuhl dann auch bei den Special Olympics eingesetzt? Also ich glaube, für einen Wettkampf ist er doch etwas, er ist eher alltäglich gestaltet. Für einen Wettkampf können andere Sachen eben, also da sind Sachen wichtiger wie Radgröße, da braucht man teilweise ein bisschen mehr Gewicht, weil ein leichter Rollstuhl ist nicht immer vorteilhaft für ein Rennen. Also wird hoffentlich im Alltag als Rennmodell eingesetzt. Und habt ihr vor diesem Projekt schon einmal was von den Special Olympics gehört? Ja, gehört schon, aber eigentlich nicht wirklich, hätte es mitverfolgt, aber also schon gehört. Und Sie? Ja, ebenfalls. Und hiermit zurück ins Studio. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Hard News. Beim nächsten Mal schalten wir zum Standort der FH Joanneum nach Bad Gleichenberg und werden einiges über das Healthy Athletes Program erfahren. Wir freuen uns auf Sie. Auf Wiedersehen.